Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 60er.de Talk. Wir sind inzwischen in Folge 79 und wir sprechen an einem Feiertag. Und da kann ich natürlich die Formulierung nicht vermeiden, dass wir zum Feiern am letzten Wochenende nicht allzu viel hatten. Die Löwen haben verloren in Bayreuth. Diesmal sage ich das Ergebnis auch richtig, nämlich mit 1:0. Wir reden natürlich heute über das Drumherum bei diesem Spiel, also auch über die Atmosphäre, vielleicht über Dinge, die da auf den Rängen geschehen sind, müssen wir sprechen. Natürlich über das Spiel, über die Leistung unserer Helden, da verschlucke ich mich gleich. Und danach geht es dann um das Spiel gegen Saarbrücken, das bevorsteht am kommenden Sonntag. Ich habe heute wieder zwei Gäste, die sich am Feiertagsmorgen aus dem Bett gequält haben. Das sind zum einen der Flo. Grüß dich, Flo. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Morgen, also gequält ist da ungefähr der richtige Ausdruck für. Das sieht und hört man dir an, aber wir werden Kontenance bewahren und uns plagen. Und wenn man es nicht ansieht, weil man ihn nicht sieht, aber trotzdem ist er da, aber ich glaube, der ist fit und vorbereitet wie immer. Das ist der Bernd, die Taktiktafel. Grüß dich, Bernd. Guten Morgen, ja, fit wie ein Turnschuh. Sau gut, so muss das sein. Da können wir ja gleich dann nachher auch mal über die Fitness unserer Spieler reden. Aber wir reden erstmal über ja, diese Reise nach Bayreuth. Wir waren tatsächlich, das gibt's ja auch in solchen Formaten, alle drei vor Ort in unterschiedlichen Verkehrsmitteln angereist. Teilweise haben wir uns dort sogar getroffen. Ja, ich würde gern so mal ein bisschen hören, jetzt vielleicht mal Bernd zum Start von dir, nicht sportlich, die Stimmung vor Ort, also sehr ausgelassen, fröhlich. Ja, es hatte eigentlich alles einen Charakter von einem Volksfest vorher, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, absolut. Es war super. Wir sind da an dieser Straße mit dem Bus angekommen, da war eine Tankstelle, da sind wir rein, haben wir das ein oder andere Kaltgetränk gekauft und sind wir wieder raus. Und haben einen Haufen Leute getroffen und irgendwann war es Zeit und dann sind wir ins Stadion gegangen. Ich ein bisschen hinten rum, weil ich auf dem Sitzplatz war. Ja, genau. Und dann haben wir uns das Spiel angeschaut. Über das wir dann gleich noch separat sprechen. Auf dem Sitzplatz, du warst auf der Haupttribüne link, also links von jetzt von uns aus, oder? Ja, ich hatte die Kurve rechter Hand. Okay, da war ich damals bei dem Toto-Pokalspiel am Ostermontag, aber da haben wir auch nicht gewonnen. Insofern. Nein, haben wir auch nicht. Richtig. Flo, du bist wie angereist mit dem Zug auch, richtig? Ja. Genau. Und für dich war es ja auch ein besonderer Tag, darf man das sagen hier eigentlich oder verschweigen wir das? Einfach. Machen Sie es, Herr Jung. Ja, also der Flo hatte Geburtstag nämlich an diesem Tag jetzt. Die Damenwelt, die uns zuhört und zuschaut, notiert jetzt also den, was ist es, welches Datum? Den 29. November. Ja. Sehr gut. So, okay. Jetzt sag aber mal kurz, wie hast du denn vielleicht auch ein Wort dann aus dem Zug raus, da gebe ich dir eine Vorlage. Ich fand es Wahnsinn tatsächlich, bei dieser all dieser Fröhlichkeit und Friedlichkeit, wie unfassbar viel Polizei da unterwegs war schon wieder. Insbesondere an den Bahnhöfen auf der Hinreise, also wir sind auch im Zug gefahren, Regionalexpress, mit dem Bayern-Ticket und an jedem Bahnhof, also eigentlich schon ab Ingolstadt, stand massenhaft jeweils Polizei, wo ich mir denke, das kostet doch alles einen Haufen Geld, war das denn nötig? Hatte man da so Befürchtungen vorher, dass die Löwenfans sich nicht gut betragen? Ist dir das auch aufgefallen oder was ist dir sonst noch so aufgefallen bei deiner Anreise und vor Ort? Also meine Anreise bestand dadurch, dass ich erst so meinen Zug verschlafen habe. Dann haben mir im Bus irgendwelche jungen Fans ein Bier geschenkt, das fand ich sehr nett. Das habe ich mir sehr reinquälen müssen und ich habe mich so konzentrieren müssen, mich nicht in den Zug zu übergeben, dass ich nicht auf das Polizeiaufgebot geachtet habe. Okay. Aber wie der Jan schon formuliert hat, war, bei uns müssen mehrere Gruppen an Löwenfans in den Zug eingestiegen sein und die Polizisten haben gefragt, wie groß denn die Gruppen sind. Und eine, so eine junge Gruppe, hat gesagt, wir fahren nicht zum Fußball, wir gehen nur kiffen. Und die Polizisten fanden das so lustig, dass sie es einfach weitergelassen haben. Okay. Kann man auch mal machen. Okay. Worüber man auch kurz sprechen muss, sollte, Bernd, das hast du dann, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Es gab diesmal ziemlich viel Ärger, Streit auch in der Löwenkurve. Und zwar nicht klassischer Streit zwischen, sage ich jetzt mal, den zwei Lagern, die es da ja so bei uns manchmal gibt, sondern tatsächlich, also bei mir im Hintergrund, wer zuschaut, sieht es auch, es gab gerade bei uns in der Ecke auch extrem Auseinandersetzungen wegen Doppelhaltern, dass sich also an mehreren Stellen ist mir das berichtet worden, dass sich also Menschen beschweren, die Doppelhalter müssen weg und weg hier und wenn dann jemand denen gesagt hat, dann geh du halt einen Schritt rüber, dann kannst du dran vorbeischauen, also die waren ja wirklich gut verteilt über die Kurve.
Ja, dann gab es da also wirklich, sind auch Ohrfeigen wohl teilweise verteilt worden. Hast du da auch was mitbekommen, Flo? Ja, das bei uns war keine Ohrfeige mehr, das war einfach eine klassische Bombe. Nein, Gewalt ist jetzt nie wirklich eine Lösung, aber mich langweilt an solchen Spielen halt immer. Also es ist super schön, dass es, ich glaube, was waren es, 7.000, 8.000 Löwen? Aber das Problem ist, dann kommen halt Leute in die, ich wollte es gerade schon Westkurve sagen, mit dem Block. Die sich dann hinstellen, die halt einmal im Jahr im Stadion sind und sagen, wir sehen nichts, das sind Doppelhalter, dann denke ich mir, dann stell dich halt 2 Meter weiter rüber. Richtig. Als ob da jetzt nicht genug Platz in den Ecken von den Blöcken gewesen war. Gut, dass man da eine komplett umhaut, hätte jetzt nicht sein müssen. Also Aber mein. definitiv, ja, Aber definitiv. sie war auch nicht unschuldig an der Situation. Also bei uns, da ging es auch um das Thema, da ging es zum Glück so weit nicht. Und ich bin auch der Meinung, Handgreiflichkeit hat es zwar in der Kurve auch schon immer gegeben, war aber noch nie gut. Also wenn Leute auch sagen, es wäre jetzt heute ein gesellschaftliches Problem. Nein, das hat es in den 80ern in der Westkurve sogar regelmäßig gegeben. Das ist nicht schön und nicht richtig. Auf der anderen Seite, Leute, die hören uns wahrscheinlich nicht zu, aber Fankultur. Wir freuen uns alle, wenn wir eine lebendige, geile Kurve haben. Und dann werden wir es auch ertragen, dass mal ein paar Minuten ein Doppelhalter vor der Nase ist. Denn die waren ja tatsächlich auch nicht über das ganze Spiel oben. Oder ich gehe halt einen Schritt auf die Seite, meine Herren Gesangsverein. Also das ist schon was, das gehört dazu. Und die Jungs, die da wirklich unsere Kurve in Bewegung halten, die machen einen geilen Job. Und dann muss man da nicht so irgendwie seine eigenen Befindlichkeiten in den Vordergrund bringen. Das ist jetzt hier mal meine Meinung. Bernd, wie war denn das? Tatsächlich, ich war echt überrascht. Da drüben waren ja wirklich auch fast ausschließlich Löwenfans, weil eben dann auch diese Zahl von 7.500 unter 12.000 Zuschauern zustande kommt. Es gab einmal so einen Wechselgesang zwischen diese zwei Kurven. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr noch erhofft und erwartet, oder? Ja, also von der Stimmung her fand ich es grundsätzlich super geil. Zum Thema Doppelhalter möchte ich nur kurz einhaken. Also mich haben die Dinge auch schon immer genervt, aber vollkommen richtig, einfach einen Schritt auf die Seite und gut ist. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du jetzt einen vor dir hast, der einen Kopf oder zwei größer ist als du, dann musst du auch auf Seite gehen. Du kannst ja dem nicht sagen, nimm deinen Kopf ab. Was dir selten passiert. Ja, mir passiert das eher nicht so oft, aber es gibt ja so Leute, die stehen dann hinter einem und sagen, du, du Kannst bist du mir groß. Geh mal auf Zeiten. Und dann entweder, wenn man selber Platz hat, dann macht man halt einen Schritt. Und wenn nicht, dann muss halt der. Es ist ja immer so eine Frage, wo ist Platz, wo nicht. Aber wie gesagt, ich mag diese Doppelhalter-Dinger auch nicht, aber die gehören dazu und dann sind die da und dann hin und wieder steht auch mal ganz was Vernünftiges drauf auf den Dingern. Ich bin für selbst gerade eh Doppelhalter, nur um Bernd zu nerven. Das macht ja nichts, ich bin ja eh auf dem Sitzplatz. Ich gehe damit auf den Sitzplatz. Und die Wechselgesänge? Die Also einmal? Wechselgesänge, ja, Hätte schon mehr sein mei. können, aber. Das hätte mehr sein können. Man muss jetzt aber da nicht irgendwas an fehlender Stimmung da heraufreden, weil das war halt einfach nicht da. Das war super. Auch die Bayreuther hat man dann und wann einmal vernommen, wenn es bei uns ruhig war, ab Minute 41. Da kommen wir gleich dazu. Ich fand übrigens dieses Biest, also ich kannte die Tribüne da in Bayreuth noch nicht, diese Stehhalle, und ich fand den ziemlich stabil, den Auftritt von denen. Ich war vielleicht, also ich muss schon sagen, also Chapeau, also Respekt, was da, ich meine, das muss man immer noch sagen, die haben ja echt, wenn du dir die Zuschauerzahlen von Bayreuth anschaust und so, und das ist echt ein kleiner Haufen, aber ich finde, die machen da einen ganz schönen Wirbel. Also für mich ganz klar, ja. Positiv. Eine Sache, bevor wir dann auch, wir schieben es so vor uns her, auch über das Spiel reden müssen, ist für mich der Felix Weber gewesen, der nachher am Zaun war. Das war wirklich menschlich ergreifend. Also der ist ja dann gekommen und ist dann quasi, also hat also vom Block aus links gesehen angefangen und ist wirklich, da waren die meisten Leute, glaube ich, auch schon draußen gefrustet, aber ist da echt rum, hat da Gespräche geführt und hat dann auch immer so gesagt, hey, komm, ihr steigt's auf und so und ihr schafft's es. Und also im Herzen noch ein Löwe und sowas finde ich immer ja schön irgendwie. Einer von uns. Flo, warst du da noch da oder warst du schon weg? Oder Ich weißt glaube, du ich war. nicht? Amnesie. Egal, egal, egal. Ja, es ist auf jeden Fall eine coole Aktion von ihm und ich meine, der Weber war ja unser Captain, den Aufstieg. müsste ja sogar jeder Dulli noch kennen.
Und deswegen fand ich das auch gut, dass es da auch keinen Pfiff in seine Richtung gab, weil ich mir halt auch vorstellen könnte, dass da irgendwelche Leute den als Scheiß Bayreuther bezeichnen und mir auch gedacht, seid ihr eigentlich zu besoffen für irgendwas. Ich glaube, du hast teilweise natürlich schon auch die Leute, die dann regional vor Ort sind. Ich sag mal, der Löwenfan aus Schweinfurt, der halt dann nochmal da seinen persönlichen Hass auf Bayreuth mitbringt. Das hat mich früher auch immer schon gestört, wenn wir irgendwo im Südwesten gespielt haben, dass dann immer so dieser lauter Hass mitgebracht wird auf alle anderen dort. Aber Bernd, darüber diskutieren wir jetzt hier nicht. Das breche ich sofort ab, das Thema. Genau. Ja, reden wir über den Sport, oder? Ja, machen wir mal. Ja, ich persönlich hatte ja schon mit sowas gerechnet. Du wolltest noch was sagen zum Nicht-Sport? Nö, Flo? Nein. Ich interessiere mich nicht für den Sport, ich hole mir dann schnell ein neues Wasser. Ja, solange es Wasser ist, ja, und nicht die Konterhäube, genau. Ich persönlich habe ja schon ein bisschen mit sowas gerechnet, habe da mit unserem Gast aus der letzten Sendung, dem Andi, dem Bayreuther Expressesprecher, schon mich auf ein 2:2 geeinigt und so. Für mich ist das ein Klassiker, der Letzte spielt gegen den Ersten und gegen den Zweiten, gegen den gefühlten Ersten. Und ja, da kannst nur schlecht ausschauen. Bernd, das Gejammer ist riesengroß die Woche. Wenn man die Taktik darf, ich habe sie sehr konzentriert gelesen. Du siehst es jetzt gar nicht so kritisch, beziehungsweise du siehst es halt differenziert. Also speziell zweite Halbzeit hat dir dann doch besser gefallen. Und ja, aber da ist nur immer dann die Frage, warum? Weil da können dann die Leute auch entgegnen, ja schön, dass du da so positiv schreibst, aber verloren haben wir es halt trotzdem. Ja, was entgegnest du dem jetzt? Ja, man muss halt das einmal übertragen, dass man beide Halbzeiten gleich hinbringt und zwar gleich gut. Ja, was entgegne ich einen verloren, haben wir trotzdem. Ja, deswegen sind wir trotzdem immer nur Zweiter. Also, das sind alles so Geschichten. Und wir bleiben auf dem direkten Aufstiegsplatz, weil Freiburg uns ja allerhöchstens überholen kann und sonst keiner. Also da sind ja noch nicht irgendwie die Kartoffeln so lange im Feuer, oder wie man das sagt. Ja, das ist ja alles überhaupt kein Problem. Das Problem, das ich sehe, ist, dass halt bei den Offensivleuten oft eine Idee drin ist und die will der dann unbedingt durchsetzen. Und wenn er es 13, 14 Mal probiert und es nicht funktioniert, probiert es das 15. Mal auch noch. Das sind so Sachen, die mir ein bisschen missfallen, da vielleicht ein bisschen weniger eigen sind bei dem einen oder anderen. Ich weiß, viele sehen ihn immer als sehr guten Spieler. Defensiv macht er das auch wahnsinnig gut, aber der Deichmann zum Beispiel, der hat in Bayreuth 13 Offensivduelle geführt und drei davon gewonnen. Das geht einfach nicht. Irgendwann muss ich merken, komm an dem nicht vorbei, muss was anderes machen, dann muss ich einen Pass spielen oder was. Ja, Sonst hat er eine das bessere sind so Sachen. Quote. Und das sind so Sachen, die halt vor allem in der ersten Halbzeit passiert sind. In der zweiten Halbzeit, da war dann wieder mehr Bewegung da, mehr Passspiel. Bayreuth ist auch viel tiefer gestanden auf der anderen Seite mit der Führung im Rücken, haben da mehr zugelassen, aber nichtsdestotrotz sind die 60er in der zweiten Halbzeit ja auch in den Strafraum gekommen und haben auch im Strafraum geschossen. Allerdings ohne Ausbeute. Und dann muss ich jetzt auch noch ein bisschen den Linzbichler kritisieren. Der kriegt im Strafraum fünfmal den Ball und feuert keinen einzigen Schuss ab. Wen? Das, Den Linzbichler. den Linzbichler, sage ich, den, Entschuldigung, den Lakenmacher. Es ist echt Wahnsinn. Feiertagsvormittag. Alles Ich gut. rede hier um Kopf und Kragen. Nein, Schwaben. Den Lakenmacher natürlich. Ja. Der fünfmal da den Ball in der Box hat und kein einziges Mal aufs Tor schießt. Das sind alles so Kleinigkeiten. Da muss dran arbeiten, aber das Team an sich ist nicht schlecht und die machen das an nicht schlecht. Entweder verschlafen sie Halbzeit, Gott weiß warum, und dann kriegen sie in der Halbzeit einen Wecker hingestellt und spielen die zweite Halbzeit besser. Wenn man dann kein Tor schießt, ja, mein Gott, das ist halt dann das andere, aber Ja, also 15 Schüsse in der zweiten Halbzeit. ja. Ja, und keiner geht rein. Das ist ja nicht schlecht spielen. Das ist ja Chancenverwertung auch. einfach nur scheiß Chancenverwertung und geil verteidigt, vor allem von dem Torwart. Hut ab, Herr Kolbe. Ja. Unfassbar, was der raus hat.
Überraschend, dass der nicht in der Elf des Tages beim Kicker zum Beispiel war, Ja, oder? ich habe mir angeschaut, warum da Ja? der von Aue steht, der war noch geiler. Der Okay. hat zwar einen reinlassen, aber viel mehr gehalten. Er hat 7 Stück hat er gehalten. Okay. Gut, Flo, die Leute sind enttäuscht und schon geht es dann immer schnell. Trainerdiskussion kommt auf und so weiter. Ist aber, würdest du auch sagen, schaut man sich den Tabellenplatz an und dann, ja gut, das war jetzt nicht toll in Bayreuth, aber im Endeffekt braucht man den Trainer jetzt nicht diskutieren. Oder siehst du das anders? Ich habe in letzter Zeit oft den Trares als Trainer gelesen, als Nachfolger, wo ich mir auch denke, warum willst du einen Michi Kölner weghauen und einen Trares holen? Ich meine, schön und gut, ist ein Ex-Spieler, aber was hat der in seiner Trainerkarriere gerissen, außer bei Mannheim alles an die Wand zu fahren, so? Hat er nicht bei Darmstadt auch Gutes bewirkt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber okay. Aber was machen wir jetzt mit dir, wenn der kommt? Irgendwann? Dann darf ich nicht in die Pressekonferenz. Ja, dann suchen wir. Okay, ja, gut, aber das dürfen ja andere auch nicht. gut, also Das Bernd. wird explizit gesagt, der nicht. Gut, also wir sind dagegen und wir haben eh den maximalen Einfluss. Tatsächlich, ich brauche ihn nach der Trainerdiskussion nicht fragen. Bernd, aber jetzt mal nur so, ich mag das ja, weil ich finde, dass die Taktiktafel, die empfehle ich dann eigentlich auch immer jedem, der sich so tierisch aufregt darüber. Aber irgendwie, andererseits, es ist schon auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Dass die Leute, die erwarten einfach, du gehst da zum Letzten und die erwarten einfach, dass da gewinnst und am Ende des Tages sind die sauer und dann schimpfen sie halt auf die Mannschaft und auf die ganze Welt und alles. Irgendwo ist es auch Ja, menschlich, also oder? es ist ja nicht so, dass ich nicht auch erwartet hätte, dass wir da hinfahren und gewinnen. Ja, schon. Ja, und wer da allen Ernstes hinfährt und sagt, ich glaube, dass wir verlieren. Ich meine, ich kann sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl, das ist was anderes. Ja, aber man darf ja nicht ernsthaft annehmen, dass wir da hinfahren und vorher sagen, ah, wir könnten das auch verlieren. Ja, dann braucht man überhaupt keinen Aufstieg reden, weil das ist nicht unser Anspruch. Wir müssen da natürlich hinfahren und sagen, wir gewinnen das. Und doch ist es der Klassiker, dass du solche Spiele verlierst, was sie eben Ja, sagt. das kann ja passieren, mein Gott. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, dass du mit einem Selbstverständnis dahin fährst. Ja? Das ist das eine. Dass das Selbstverständnis dann einen Knacks kriegt, weil irgendwas nicht funktioniert und dir dann einen saudepperten Konter fängst, ja, mei, gut. Gut, Bayreuth hat andere Chancen auch gehabt, die es machen müssen. Da zweimal flach in die kleine Box, wo der einmal der Rechtsaußen und einmal der Mittelstürmer da vorbeirutschen. Und dann noch ein anderer Konter. Da waren schon mehr Chancen da. Im Endeffekt, wenn es ehrlich bist, 60 muss aber auch mindestens ein Tor schießen, wenn nicht zwei. Dann geht das Ding, wenn es so ausgeht, wie es statistisch gelaufen ist, geht es 2-2 aus und jeder sagt, boah, geiles Spiel, Bayreuth super gekämpft, wir haben einen Punkt auswärts, alle zufrieden. Ist Und der aber Junge nicht so hat recht eingetreten. gehabt mit seinem Tipp, wäre dann vor allem. Ja, Ja, das ist und Sendung hier gesagt. hat recht gehabt mit seinem Tipp. Und wenn du die Statistiken dir anschaust, dann ist es das, was wir haben müssten, haben wir aber nicht, weil wir einfach Zielwasser nicht dabei gehabt haben, offensichtlich. Die Spieler haben dann Sonntag trainiert und hatten dann, wenn ich es richtig weiß, Montag, Dienstag, also mindestens 2 Tage frei. Das wird dann auch sofort in den sozialen Medien wieder, was ist denn das? Da verlieren die und dann werden die zur Belohnung freikriegen. Aber ich meine, da ist man dann auch, wer sowas kritisiert, ist auch weit weg von modernem Fußball und Ja, Trainingssteuerung, oder? welcher Mensch arbeitet 7 Tage die Woche? Wenn die Umsätze nicht stimmen, wird rund um die Uhr gearbeitet und 24 Stunden hat der Tag und die Nacht kann man auch noch dazu nehmen. Ja, Ja, und also. wenn ich Wem nicht, Beamter, spielt dann deswegen einer zählt mit so der ein Argument nicht. Muskelfaserriss. So, genau. Muskelfaserriss und Beamter habe ich jetzt als Wortfetzen rausgehört. Das passt ja dann irgendwie auch zusammen. Also gut, müssen wir nicht Er lange sagt, rumdiskutieren. und demnächst spielt einer mit Muskelfaserriss, nach dem Motto, krank in die Arbeit. Nein, Genau. kompletter Blödsinn. Also das alles. Da reden wir jetzt gar nicht drüber. Ja. Ja, ich will einen Haken hinter Bayreuth machen. Es war ein durchaus wieder mal, obwohl wir am Sport auch interessiert sind, gelungener, unterhaltsamer Tag. Es hat viel Spaß gemacht, dort zu sein. Es waren nette Gastgeber. Ich halte die Daumen, dass die drin bleiben, wobei wir sind ja eh in einer anderen Liga nächstes Jahr. Genau. So, und jetzt geht es um Saarbrücken. Da können wir jetzt mal kurz uns die Bilanz anschauen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, so die letzten Spiele gegen Saarbrücken, so die letzten Jahre zurückblicken, vielleicht die letzten, ja, 5, 6, 7, 8 Jahre haben wir immer wieder mal gegen Saarbrücken gespielt. War schon immer alles geil eigentlich, oder?
Die wichtigen Spiele haben wir gewonnen, das reicht. Ich darf dir sagen, das wichtige Spiel haben wir gewonnen. Wir haben nämlich tatsächlich, wenn wir jetzt mal die Relegation weglassen, einen Sieg, einen Unentschieden, dann haben wir tatsächlich gegen die letzten 4 Spiele in der dritten Liga nie gewonnen. Zweimal Remis, zweimal verloren. Vorletzte Saison waren es 2 Geisterspiele, die haben wir beide 1-2 verloren. In Völklingen wieder mal und auf Giesing, also erst in München, dann dort. Letzte Saison war es zweimal ein 1-1. Das heißt, in der dritten Liga-Bilanz, ja, steht der erste Sieg noch aus. Fand ich total unglaublich. Für mich ist es so, Saarbrücken, das ist halt so diese Nummer mit der Relegation und läuft schon. Ja, die Gesamtbilanz ist übrigens deutlich besser. 25 Spiele insgesamt, 10 Siege, 10 Unentschieden und nur 5 Niederlagen. Und was ich auch an der Stelle noch herausgekramt habe, das erste Spiel war vor fast 59 Jahren, am 9.11.63 und das vor 34.000 Zuschauern auf Giesingshöhen. Mehr als doppelt so viel, als da am Sonntag sich einfinden werden. Und Ergebnis? Anbeter. Genau, Ergebnis? Wer weiß es? 1:0 für die Löwen. Wie viel? Tor Rudolf Grönemeyer. 1:1 zur Pause, Endergebnis 7:1. Bernd, so wird das am Sonntag auch laufen, richtig? Natürlich. Damit werden Warum? alle Fragen beantwortet und wir können aufhören für Warum? Magst du heute. magst nicht mehr. So, Nein, Spahn. ja, bitte. Das mit dem 7:1, ja. Da wird vermutlich am allermeisten der Herr Batz was dagegen haben. Da wartet nämlich der Liga-beste Torwart auf uns. Okay. Und ja, auch ansonsten sind die Saarbrücker gegen den Ball im Prinzip eine Mauer. Ja, die lassen nicht viel zu. Vorhin passiert allerdings auch nicht allzu viel. Das ist das Problem. Die haben eine brutale Verletzungsmisere im Sturm. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Omen ist, wenn die Leute aus der zweiten Reihe da möglicherweise ihre Chance wittern, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall, das heißt auf jeden Fall, es wird vermutlich so sein, dass die mit einer Dreierkette spielen, mit einem ziemlich kompakten Fünfer Mittelfeld und zwei Spitzen. Ja, und was man da dann erwarten dürfen. Grundsätzlich, das könntest du dann am Freitag auch in der Taktiktafel lesen. Ein Spiel habe ich bis jetzt gesehen von Saarbrücken, da haben es gegen den Ball brutal überzeugt. Das einzige Tor, das gefallen ist, war durch einen Elfmeter für Dresden. Und der war keiner. Den Okay. kriegt er, da, ja, da wird der angeschossen mit angelegtem Arm und der Schiri pfeift Hand. Also wenn das ein Elfer ist, dann können wir aufhören zum Verteidigen. Ich möchte ganz kurz, apropos Schiedsrichter, eine Aussage aus einem der letzten Folgen zurücknehmen. Dennis Aitekin ist der Beweis dafür, dass man auch einen Schiedsrichter aus der Bundesliga in der dritten Liga einsetzen kann, der ein gutes Spiel pfeift. Mei, das mit dem Tor, das kannst nicht sehen. Bin ich dir ehrlich. Ist ärgerlich, aber wir haben nicht deshalb verloren. Aber das war mal ein Schiedsrichter, der aus der Bundesliga kam mit VAR und der wirklich gut gepfiffen hat. Du bist jetzt nochmal in Bayreuth, genau, und willst aber noch eine Lanze brechen für den, ja, gut. Genau. Ja, war eine solide Leitung. Ja. Gut, dass du es gesagt hast. Ich will nämlich den Bernd direkt noch was fragen. Der Trainerwechsel in Saarbrücken hat aber an der Kompaktheit des Auftretens dieser Mannschaft, also Trainerwechsel, das ist ja jetzt der Ziel, interimsmäßig. Sie wollten, glaube ich, letzte Woche schon einen Nachfolger verpflichten. Könnte man ja gleich nochmal spekulieren, wer das denn gewesen sein könnte. Der hat ihn wohl abgesagt oder wollte dann doch nicht oder man ist sich nicht einig geworden. Aber sozusagen an einer Veränderung durch den Trainerwechsel kannst du jetzt natürlich noch nichts feststellen, oder? Weil du, wenn du nur das Dresden-Spiel kommst, gesehen Ja, hast. ich werd mir auch nur noch das andere Spiel vom Wochenende anschauen, weil die Spiele vom alten Trainer sich anzuschauen, das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Das wäre deswegen interessant, weil ich tatsächlich, arbeite ja bekanntermaßen auch für ein saarländisches Unternehmen, habe sehr viele Kollegen, die da auch sehr intensiv zum FCS gehen und die sozusagen haben brutal gejammert noch vorher, wie furchtbar das alles ist und dieser Fußball, das wäre nicht anzuschauen und grauenhaft und so. Und da habe ich jetzt keine neuesten Nachrichten, ob sich da jetzt was geändert hat. Aber ich glaube so wirklich an der Kompaktheit, ja gut, wenn du dann halt auch da offensiv so viel Verletzte hast und so, dann kannst du auch jetzt nicht plötzlich den Wirbelwind losblasen lassen. Richtig? Ja,
Erstens das, aber auf der anderen Seite musst du halt in Dresden auch erstmal 2 Tore schießen, da musst du offensiv schon was drauf haben. Auch wieder wahr. Ein Mann kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Flo, wie wirst du ihn, nachdem wir jetzt gerade schon über Felix Weber geredet haben, aber das ist da natürlich ein bisschen anders gelagert. Wirst du persönlich, oder möchtest du es hier nicht sagen, Richie Neudecker begegnen von den Rängen? Ich muss leider, also Dass du der nicht da Richie war bist. damals als, also vor, ja, was war es, 8 Jahren. Der Mann hat übrigens auch am 29. Oktober Geburtstag. Alles Gute nachträglich, Richie. War Echt jetzt? Das ist ja geil. Cool. früher eins meiner fußballerischen Vorbilder, als ich noch jünger war. Und also ich finde, das ist ein wundergeiler Fußballer, genau. Ein wunderbarer Fußballer und eigentlich auch ein geiler Typ. Ich finde es halt schade, wie das mit dem Wechsel gelaufen ist, aber ich bin ihm da, mei, gehört halt zum Geschäft dazu, aber der Richie ist halt ein Löwe, sonst wäre er nicht zu uns in die dritte Liga gekommen. Und er hätte damals, als er zu uns kommen hätte können, hätte er locker auch zu einem höheren Verein gehen können. Und das rechne ich ihm schon hoch an. Und für mich ist es eigentlich auch ein Löwe durch und durch, der Mann. Hat er uns denn unterm Strich, Bernd, wenn man sagt, die Zeit, die er jetzt dann nochmal bei uns war in der dritten Liga, fällt dann die Bilanz da positiv aus oder negativ? Mal jenseits dessen, dass man halt den Aufstieg nicht realisieren konnte, was halt so unbedingt das Ziel dann plötzlich war, aber. Ja, absolut positiv. Der Mann war immer Triebfeder im Spiel nach vorn und ich glaube auch, dass das mit dem Wechsel, wenn das funktioniert hat, dass der bei uns bleibt, eindeutig der bessere Mann am Platz wäre als der Kobylanski jetzt, weil der hat bis jetzt noch nicht wirklich viel zerrissen. Und der Ritchie ist halt, abgesehen davon, dass er ein geiler Fußballer ist, auch noch so eine kleine Kampfsau. Und das macht so einen Spieler dann speziell. Dieser unbändige Wille, Der Mann hat unbeweglich 45 immer zu Kilo pure wollen. Muskelmasse. Ja, das ist ja wurscht. Meinetwegen schwammelt er in dieser Kilozahl. Hauptsache er kämpft. Man wusste aber vorher, dass ein Kobylanski nicht die Kampfsau irgendwie ist, oder? Also das war der jetzt vorher in Braunschweig oder wo auch nicht, sondern eher so zu einem Phlegma vielleicht neigt, aber dann doch mal einen genialen Moment hat. Ja, aber das hilft mir so ein genialer Moment, wenn es dann auf der anderen Seite einen Spieler verlierst, der halt wirklich 90 Minuten alles gibt. Ja. Ja, und was macht jetzt der Kobylanski? Hockt bei uns genauso viel auf der Bank wie vorher in Braunschweig. Ja, schwierig. Also, das ist echt schade, dass das so gelaufen ist. Gut, vielleicht Aber ändert der sich da Kobylanski. noch was in die positive Richtung. Man Aber weiß der ja nie, man kann Kobylanski hat. dann Kritik auch ganz gern Gleich. mal irgendwas Positives von den Aussagen hier verändern, aber momentan ist so, wie es ist und das finde ich schade. Flo, Der du willst. Kobylanski hat aber auch ab und zu das, was dem Ritchie vorgeworfen wurde, weil dem wurde ja auch oft fehlender Kampfgeist oder der letzte Ticken als Führungsspieler, dass der ihm fehlt, wurde ihm ja vorgeworfen. Und ich finde, der Kobylanski, also manche sagen ja, den musst du eigentlich im Winter wieder abgeben, was ich einen Quatsch finde. Der hat schon geniale Momente und der ist ein überragender Fußballer, aber er lässt es halt einfach zu wenig aufblitzen, wie der Ritchie halt am Ende teilweise bei uns. Ich sag, der kommt noch. Am Sonntag ist es vielleicht schon soweit, wenn wir auf Giesings Höhen den ersten FC Saarbrücken schlagen und damit auch die Niederlage in Bayreuth schon wieder vergessen machen und alle sind wieder fröhlich. Zustimmung von euch? Ja. Ja, natürlich. Gut. Haben wir noch was zu sagen oder sind wir heute tatsächlich ein bisschen schneller mal durch und genießen jetzt den restlichen Feiertag? Weiß nicht, was ist mit diesen Transfergerüchten, die da daherkommen von unserem super Innenverteidiger-Talent Morgalla, der angeblich das Interesse von Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt geweckt haben soll. Würde mich Tatsächlich. interessieren. Ich habe da ganz kurz auch drüber nachgedacht, ob wir da kurz drüber reden sollten und finde ich gut, dass das jetzt noch aufbringt. Dann haben wir auch ein drittes Thema noch. Großartig. Du schüttelst den Kopf, Flo. Du glaubst da nicht dran. Das passiert nicht, oder Nee, wie? ich hab gesagt, ich finde es realistisch. Ach Der so. Morgalla ist ein super Fußballer und ganz ehrlich, dass der uns nicht lange in der dritten Liga bleibt, ist uns klar. Vielleicht wird das wie mit dem Volland sein, dass du den halt verkaufst und dir dann noch ein Jahr, oder ich glaube, Leitner war das auch, wo du den halt dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr noch geliehen hast danach, nachdem du ihn verkauft hast. Aber der Mann hat, ich glaube, bald fast einen vierstelligen Transfermarkt Wert. transferiert. Und der würde auch noch steigen. Und ich denke, wenn du den halt
wenn du aufsteigst mit dem in die zweite Liga und der hat ja einen langen Vertrag und der bleibt dir noch ein Jahr, dann kriegst du für den ordentlich Kohle, weil irgendwann musst du ihn gehen lassen, weil du kannst dem Jungen seine große Karriere und die würde er haben. Also, weil der ist mit 17 ungefähr der beste, einer der besten Verteidiger der Liga. Und das musst du in der dritten Liga erstmal sein mit 17. Also meiner Meinung nach, den wirst du nicht so lange halten können. Und dass da Borussia Mönchengladbach oder Frankfurt da sind, glaube ich sofort. Die Frage ist halt, ich meine, der macht sich ja nichts kaputt in der Karriere, wenn er jetzt, sagen wir mal, einfach optimistisch mit uns aufsteigt und dann eben noch das Jahr in der zweiten Liga bleibt und ja, vielleicht in Frankfurt oder... absolut ja, nicht. Aber früher oder später musst du ihn gehen lassen, weil... Sowieso. Genau. Also, weil das wäre ja dann tatsächlich was... Bernd auch, wahrscheinlich siehst du auch so, der, wie gesagt, dann wird der 19 bei uns in der zweiten Liga und dann kann er nach diesem Jahr nochmal zweite Liga halt dann zu einem Großen irgendwie wechseln. Das wäre ja so, so hatte ich das ehrlich gesagt, also und auch eine schöne Ablöse kassiert dafür. Das hatte ich so verstanden. Ist Gladbach-Frankfurt, verstehen wir jetzt aber so, dass es darum geht, jetzt am Saisonende schon, oder? Diese Gerüchte. Ja, das ist wohl der Plan von denen. Ich persönlich bin ein bisschen der Meinung, dass das vielleicht noch ein wenig früh ist, um in die Bundesliga zu gehen. Wenn da jetzt wir nicht aufsteigen und da kommt der Zweitligist daher, ist das was anderes. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga nicht noch eine Schuhnummer zu groß ist. Und ich meine, natürlich ist der Morgalla vermutlich das größte Innenverteidiger-Talent, das wir in den letzten 30 Jahren hergebracht haben bei 60. Mhm. Aber ja, wie gesagt, mit jetzt ist er 18, dann nächstes Jahr 19 schon in die Bundesliga und puh, da hat man dann auch den Anspruch, spielen zu wollen und dann auf der Bank hocken, vielleicht hin und wieder mal in der zweiten Mannschaft auch spielen müssen. Ich weiß nicht, ob das Richtige sein kann. Wenn, wie gesagt, ein anderer Verein aus der Bundesliga daherkäme, der jetzt, was weiß ich, meinetwegen VfL Bochum heißt oder so, dann sehe das Ganze schon wieder anders. Oder bei Frankfurt oder Gladbach, klar, die wollen sich da Aktien sichern, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für Morgalla selber so schlau wäre. Deswegen haben wir einen schlauen Tipp für ihn zum Abschluss dieser Sendung und sagen, Leandro, bleib das eine Jahr bei uns in der zweiten Liga, da wirst du sehr gefordert sein in der Defensive im Abstiegskampf. Kannst du dich weiter beweisen, in deiner unglaublichen souveränen Ausstrahlung arbeiten und dann geht es in die Bundesliga, 60 verdient eine Menge Geld damit und wir haben wieder mal einen, auf den wir glücklich und stolz schauen können. Einer von uns ganz oben im Fußball dabei, wo wir selber vielleicht auch mal wieder hinkommen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für eure Teilnahme am Feiertag. Flo, leg dich einfach noch mal ein bisschen ins Bett und schlaf. Mhm. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe nach Saarbrücken vor dem englischen Wochenspiel in Freiburg. Dann. Servus Jungs, bis die Tage. Viel Zeit. Also.